Na gut, dann wollen wir mal unsere Lore setzen. Auf unserer ganz langen Minenstrecke. Oder auch nicht, weil es noch nicht fertig ist. Na gut. Was wird denn noch so Schönes gebaut? Da ist unsere Lore. Leben niedrig. Moment mal. Das ist nicht gut. Aber der ist ja fast zu Hause. So. Wichtig ist zuerst, wo ist unsere Lore? Ah, anscheinend haben wir schon ein Lager. Guti. Dann dahin bauen, bitte. Wenn wir später Ressourcen überhaben, will ich dann gerne ein bisschen rumprobieren. Also wenn wir jetzt habe ich hier die Schienen lang bauen und hier runter und geradeaus auf solche Abzweigungen zum Beispiel gehen. Wir haben ja diesen Schalter. Den da, glaube ich. Und links und rechts gibt es nichts bei 2D, also Grabe entfernen, Gleis entfernen, Waggon. Wie benutzt man das Ding jetzt? Na gut, das werden die Zwerge schon später selber wissen. Ja, ihr trinkt alle, das ist nicht so schön. Wo ist mein Bett? Geh mal nach Hause. Du, Kontrolle, befreien. Jetzt müsstest du eigentlich dahin zurücklaufen. Wollt nicht, ich wollte ihn hier. Genau, du. Kontrolle übernehmen. Befreien. So, jetzt geht. Oh, er hat gar kein Bett. Lager. Einfaches Bett. Holz. Ja, wir haben inzwischen 7 Zwerge und wir haben nur 6 Betten. Teilen und so kennen die Zwerge hier nicht. Das sind irgendwie ganz schön elitäre Zwerge. Ich glaube, wenn man da an Dwarf Fortress denkt, was die alles mit sich machen lassen. Aber nein. Hier brauchen die Stuck. Deko-Hintergrund, die brauchen alle ihr eigenes Bett, die brauchen Essen auf dem Tisch. Komische Zwerge, echt. So, Fischeintopf kommt runter. Gegrilltes Fleisch. Haben wir noch Kohle? Ja, sehr gut. Ganz viel gegrilltes Fleisch. Das erst gekocht werden muss, ja. Okay, Fisch, 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 Fisch. Da hast du auch ein Bett. Mitten neben dem Lager, den Teleporter und einem Essenstisch. Was haben wir noch Schönes? Ein Fass müssen wir bauen. Da haben wir sogar alles für. Eisen. Achso, irgendjemand meinte, ich könnte das direkt... Also, dass man nicht alles rüberziehen muss. Sondern mit Steuerung? Nein. Also man sollte eine Sache raufziehen können, wenn man dann irgendwas... Da, Doppelklick. Dann füllt ihr den Rest aus. Was in dem Fall hier natürlich nicht so toll ist. Geh weg. Also, einfach mit Shift und dann Doppel-Linksklick, dann füllt er nach und nach die anderen Felder auch mit derselben Ressource aus. Muss man halt nur gucken, wo denn was hinkommt später. Nägel. 1000 Nägel. So, Fass. Was stellen wir mal hier neben das Lager? Da. Unser Koch ist eine Weile beschäftigt. Und so unsere Köche. Bau was? Baum. Bier. Oh, das wird unsere Zwerge freuen. Obwohl bei unseren Schickimicki-Zwergen hier hätte ich ja fast gedacht, dass sie nicht mal Bier trinken würden, sondern vielleicht nur Prosecco oder so. Aber gut. Bier braucht ein Fass und Wasser. Okay. Entferne Fass. Das muss sehr komisches Bier sein. Oh, die können einfach aus allem Bier brauen. Ich will den Befehl wegmachen. Ich krieg den Befehl nicht weg. Komisch. Na gut. Bist du der Ertrinkende von vorhin? Ich hoffe mal nicht. Es ist ja ganz schön lang gewesen. Na gut, was haben wir noch? Wir haben bestimmt noch ein paar mehr Sachen zu bauen. Also das... Weizenhalme. Die habe ich gar nicht gesehen. Das macht schon mehr Sinn. Hätte ich ein wenig albern gefunden sonst. Also... Fass. Fass. Wasser. Weizen. 10 Bier.
und das Fass wird dabei aufgebraucht. Natürlich, warum nicht? Also in manchen Sachen ist das Spiel echt komisch. Ah gut, das Bier muss erst gebraut werden. Nachvollziehbar. Tech Tree. Was haben wir jetzt schönes, was wir Bier erforscht haben? Ein Weinfass. Das kein Rezept hat. Okay. Kleiderschrank. Nägel, Bretter, einfache Mütze. Jo, das ist okay. Also. Nein. Da. Also Bretter waren das. Also ein Brett. Ein. Ich probiere immer noch mit diesem Auto-Auffüll-Dingens rum. Also einen draufziehen. Steuerung doppelklick. Nein. Ein raufziehen. Ach, einfach hier doppelklick. Ja, okay. So, das weg. Also es scheint darauf anzukommen, wo man doppelklickt. Und eine Mütze. Da. So, Kleiderschrank. Kleiderschrank, da wird noch gebaut. Ja, dahin. So, jetzt lassen wir uns halt mal doppelt schnell laufen, weil wir haben so viele Leute, die irgendwas bauen müssen, das ist schon nicht mehr feierlich. Der Rest darf schlafen. Wie angeschlagen seid ihr eigentlich so? Voll. Schlafen nicht voll. Macht nichts. Ja, Junge. Warum machst du nichts? Kann alles weg hier. Kriegst doch ein Portal nach Hause. Das wäre wahrscheinlich das Problem gewesen. Er kam vorher nicht wieder raus. Ja, gibt doch keinen Ausgang hier. Was? Achso, Portal nichts hergestellt. Du wirst angegriffen, du wirst angegriffen, du wirst angegriffen. Oh. Oh, ja. Stopp. Wir haben es ja nach und da kommt so ein Zeug. Na, wir sind echt stark geworden. Einfach so weggemessert. Nicht mal ein halbes Herz verloren. Sehr schön. Dann kommt noch ein kleines Zombie-Ding. Oh, das Bier ist fertig. Das muss man bestimmt auch auf den Tisch tun. Jo. Tisch. Alles voll mit. So. Reststeaks. Stapel. So. Das sieht doch mal. Naja. Lecker ist was anderes. Also Fischsuppe neben einem Steak, neben Biergläsern, einfach so alles auf den Tisch geschmissen. Und ein Zombiehirn dabei. Sehr schön. So, das Skelett. So. Ausrüsten. Braucht noch jemand Ausrüstung? Ja, Eisenzeug. Sogar eine Menge. Und Schuhe. Stimmt, wir wollten zwischenzeitlich. Ich mach mal Geschwindigkeit wieder auf 1. Wir wollten Wildschweine jagen gehen. Töten. Ich hoffe, da kommt gleich mal einer. Oder am besten eher 2 oder 3 Zwerge. Nee, die tratschen lieber übers Wetter. Und holen sich was zu essen. Jungs. Ha. Wir haben jetzt nichts zu tun, außer das Wildschwein umzubringen. Da ist direkt der Portal davor. Was ist mit euch los? Jetzt reden alle übers Wetter. Na gut. Wo war hier die Mine? Hier war die Mine. Portal. So. Das weg. Das weg. Und weiter im Techbaum. So. Runder Spiegel. Oh, haben wir sogar alles für. Wir brauchen Eisenerz. Glas. Runder Spiegel. Platz
platzieren. Da. In dem Pimp-Raum. Oh weia. Und trotzdem irritiert darüber, dass keiner das Bild von umbringen will. Was wegen dem Wasser? Ist da irgendwas verbuggt? Jetzt kommt nochmal Wasser. Oh, so, jetzt kommt die Stelle, die ich meinte. Also, wir haben den einen Spiegel jetzt gebaut. Den anderen Spiegel haben wir geplündert. Den da. Dekorativer Spiegel. Können wir den jetzt einfach setzen? Und kriegen dann die Forschungspunkte? So. Das wäre nämlich schick. Und da ist gerade jemand weggeportet. Zum Schwein? Nee. Zur Mine dann wohl hoffentlich. Aber hier ist auch nichts mehr viel zu tun. Ah, das kann auch alles weg. Wo wir gerade dabei sind, das andere Zeug hier auch noch. Und das. So. Dekospiegel steht, keine Forschungspunkte. Schade. Also muss die Sache alle selber bauen, sonst zählt das nicht. Und wir haben nicht genug Glas und für Glas brauchen wir Sand und Kohle. Sand, Sand, Kohle, Kohle. Lalalalalalalalala. Da. Holz, Holz. Benno. So. Das klappt immer noch nicht wirklich. Ich glaube, da ziehe ich das Ganze lieber immer von Hand. So lange, bis ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Das will ich nicht jetzt rausfinden. Da und da. Dekorativer Spiegel. Aufgabe geschafft. Baue. Ja, schön. Wir haben uns das gespart, dass wir es danach aufstellen müssen. Oh, Kleiderschrank. Kleiderschrank muss auch noch irgendwo hin. Passt du zwischen Betten? Nein, natürlich nicht. Da kommt jetzt ein Kleiderschrank hin. Ah, baue Kleiderschrank. Schrank, Schrank mit Glastüren, Buchregal. Ich will sinnvolle Forschung. Wie richtige Schilder und kein Dekozeug. Sammelhorn. Oh, Sammelhorn klingt praktisch. So, Stahlschwert. Brauche ein Stahlschwert für Deko-Schild. Falsch. Stahl, Stahl, Stahl. Hm, das ging. Also doppelklicken in die Richtung, wo Felder aufgefüllt werden müssen. Könnte das Rätselslösung sein. So, dekorativer Schild, Bauch, ein Schwert. Zwei Holz. Das da. Das da. Deko-Schild. Wird hier irgendwo bei sein. Genau da. So, Dekoschild kommt dann da an die Wand. So, und dann kriegen wir den Sammelhorn-Zauber. Der wird wohl dafür sorgen, dass wir irgendwo eine Markierung setzen können und da laufen alle Zwerge hin. Was schon mal sehr praktisch ist. Hm. Brauche ich gerade für ein Schild, jo. Aber so oder so brauchen Zwerge jetzt mehr zu tun. Die sind immer nur rumdümpeln hier. Ich wüsste nur nicht wirklich, was... Also ja, sie können irgendwelche Mineralien abbauen, die wir nicht so wirklich brauchen. Und die natürlich. Aber das war's dann auch. Hier unten könnten sie ganz viel töten. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das in deren Kragenweite ist. Und das Wildschwein lebt immer noch. Nur das Wildschwein. So, Baum kann weg. Und wir haben genug, naja, genug nicht, wir haben ein bisschen Holz. Das kann auch alles weg. Ich glaube, das ist nicht okay so. So. Ihr seid echt komisch, meine Jungs. Wir wollten jetzt durch die Wand hindurch das schwarze Wuschelding da angreifen. Hata. Lauf. Lauf weiter. Oh, das da kann auch weg. Und das kann auch weg. Und dann haben wir ganz viele Grillen da.
Zip, 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 zip. Er ist echt viele Grillen. Haben wir den Sammelzauber inzwischen? Ja, Sammelhorn. Den könnten wir gleich mal ausprobieren. Aber erstmal einen kleinen Cut. Also bis gleich.